nicht, ob hier die Schmiede Zeit für uns hat. Hallo? Natürlich. So, wir hatten ja vorhin schon mal gesprochen. Habt ihr jetzt ein bisschen Zeit und könnt ihr ein bisschen was zeigen? Natürlich haben wir ein bisschen Zeit. Ihr könnt ja auch erstmal erklären, wer ihr seid und was ihr macht. So. Ja, hi. Wir sind die Schmiede von der Burg Satzwald. Wir fahren unter dem Banner der Schmiedekunst Gillern. Ja, wir machen eigentlich sämtliche Sachen aus Eisen, außer Hufbeschlag. Da der Hufbeschlag ja der Orthopäde fürs Pferd ist. Aber was hältst du davon? Wir machen eine Wette. Ich mache einen Knoten, den kriegst du nicht wieder auf. Wetten? Ein Knoten. Okay. Alles klar. Sag mal, was für Knoten kennst du denn alles? Ich kenne ein paar Knoten, ja. Ich kenne schon ein paar Knoten. Gut, was hältst du denn vom halben Schlag? Halben Schlag? Genau, das ist der Knoten, den du machst vorm Schnürsenkel. Mhm. Ja? Bei Knoten ist halt immer so eine Sache, da gibt es ja unterschiedliche Namen für unterschiedliche Knoten. Genau. Und der offizielle Bezeichnung für den Schnürsenkel ist der halbe Schlag. Okay. Also, weißt du, wie der geht? Ja. Ja? Kannst du auch erklären, wie das geht? Das ist nämlich das Komplizierteste überhaupt, zu erklären, wie der Schnürsenkelknoten geht. Also weißt du das denn? Also überlegen wir doch einfach mal gemeinsam. Also als erstes machen wir einfach erstmal eine kleine Schleife. Also erstmal als Anfang eine kleine Schleife. So. Ich komme mal hier oben. Das ist ja, mach das. So, wenn wir hier die kleine Schleife gemacht haben, muss ich leider noch mal warm machen. Sie sagen gerade ein bisschen lauter sprechen. Entschuldigung, nach so einem langen Tag ist die Stimme leicht angegriffen. Ich hätte am Anfang kommen sollen. Aber alles gut. Also, wir haben eine kleine Öse gemacht. Nachdem wir die kleine Öse gemacht haben, müssen wir was machen? Mit dem Faden natürlich durch die Öse durch. So, jetzt ist es wieder warm. Jetzt geht es wieder zurück an den Amboss. Also, leicht ein bisschen ausformen. Mit dem Faden über die Öse. Na. Mit dem Faden über die Öse. Soll es klappen? Langsam wird der Faden auch ein bisschen kurz, dann wird es warm an den Finger. Deswegen nehmen wir uns am besten die kleinen Zange. Machst du sowas schon? Ich mache es mittlerweile seit etwas mehr als 10 Jahren. Hauptsächlich auf der Burg Satzwald sind wir zu finden, eigentlich zu jedem Großevent. Treiben wir unser Unwesen dort. Also dann mit dem Faden durch die Öse durch. Ganz genau. So. Und wenn man das so hat, was muss man dann natürlich als letztes noch machen? Den Knoten kräftig zusammenziehen. Weil wir wollen es ja nicht, dass es so einfach ist, die Knoten wieder zu lösen. Ja, wie gesagt, wir sind auf der Burg Satzwald sehr viel bei Events unterwegs. Eigentlich zu jedem, was die Burg macht. So, und dann ziehen wir noch kräftig zusammen und haben einen kleinen, schönen Knoten. Jetzt die Frage für dich. Möchtest du den Knoten so haben oder darf ich noch gerade ins Wasser halten, dass er wieder was kühl wird? Ich hätte lieber kühler, ja. Alles klar. Ja, wir Schmiede sind halt Dienstleister. Wir machen alles, was unsere Kunden möchten. Ja gut, fast alles. Vorsicht. So. Und jetzt einen Riesenapplaus. Kann man das jetzt so anfassen? Das kannst du jetzt so anfassen. Einfach mal den Knoten aufmachen. Einfach mal den Knoten aufmachen. Ich glaube, ich brauche es gar nicht probieren. Die Moral von der Geschichte mit einem Schmied, da wette nicht. Ja. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen gefallen bei uns. Ja. Den Knoten schenke ich dir als kleines Andenken. Dankeschön, ja. Dass du uns halt auch nicht so schnell vergisst. Dafür ein Knoten. Ja. Genau. Genau. Wie gesagt, wir bauen hier alles aus, möglich aus Eisen. Mhm. Was die Leute haben möchten, sehr viel auch was Lagernde haben möchten. Es fängt an vom simplen Esshaken bis über halt Pfannen, Töpfe. Unser Sortiment ist eigentlich unbegrenzt. Mhm. Ja.
sehr schön. Ich guck gerade noch mal. Ja, die Leute sind sehr erstaunt. Was stellt er so alles her? Auch Schwerter, Helme, Schutzplatten? Ist jetzt eine Frage. Ganz genau. Wir stellen auch Schwerter, Helme und sowas her. Dabei muss man auch ganz ehrlich sagen, wir verweisen gerne auf unsere Kollegen nebenan, zu den Tschechen. Die können eine gute Qualität zu guten Preisen herstellen. Aha. Bei uns sind die Schwerter leider durch den deutschen Stahlteil etwas sehr viel teurer. Okay. Es gibt einige wenige, die das gerne haben möchten. Da fertigen wir das natürlich auch an. Was mein Kollege ist, kommt halt gebürtig aus Solingen. Ja. Da fertigen wir sehr oft auch Messer an, speziell für Köche, Metzger, die gerne haben möchten, dass die Klinge an ihrer Hand gefertigt ist. Okay. Was für Stähle benutzt ihr da? Also je nach Anwendungsfall wahrscheinlich. Also für Messer geht es ab C200 eigentlich los. Ja, darunter fertigen wir unsere Messer immer aus hochwertigen Stellen. Und dann halt, was der Kunde haben möchte. Ja. Also das Hochwertigste, was wir verarbeiten können und machen zurzeit, ist Geschützrohrstahl vom Leopard 2. Nochmal den letzten Satz, da habe ich gerade nicht. Das Hochwertigste, was wir zurzeit verarbeiten, ist Geschützrohr vom Leopard 2. Geschützrohr vom Leopard 2 genau. Als Stahl. Und daraus werden dann Messer, oder? Genau, daraus machen wir was Sinnvolles. Ja. Messer, Äxte für den Gartenbau oder Landschaftsbau. Ja. Halt Werkzeuge. Ja. Stahl ist ja das Wichtigste. Der Schliff kannst du ja immer. Jein. Also der Schmied legt die Grundlage für den Schliff. Aber ohne den Schliff ist die Grundlage auch nichts wert. Okay. Also spielt ineinander. Genau. Es ist ein Zusammenspiel. Wenn wir zu viele Hitzen brauchen, zu viele Kohlenstoffe aus dem Eisen rausbrennen, kann der Schleifer so gut sein, wie er möchte. Es kommt ein scheiß Ergebnis raus, weil die Klinge von vornherein nicht so gut hochwertig ist. Okay. Ja. Und jetzt war noch eine Frage, wieso ist das in Deutschland teuer? Ganz einfach, wir haben Lohnkosten, Steuern und etc. Lohnkosten? Genau. Und Steuern? Ja. Genau. Und in Tschechien, die Jungs, was die da bauen, geht in ihre Tasche. Okay. Und haben dann halt hier nur Gewerbesteuer zu führen. Okay. Ja. Also sind das tatsächlich Werkzeuge, die in Berufen genutzt werden, oder sind das nur dekorative Spaßprodukte? Nein, wir bauen auch sehr viel für Gartenlandschaftsbau oder für die, Waldarbeiter, Brückewerkzeuge, Steigereisen, alles Mögliche. Weil es gibt Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, die auch gerne Sachen haben, die auf sie speziell zugefertigt sind. Natürlich gibt es diese Massenwaren, wo dann halt das Problem hast, es ist von der Stange, es passt, aber manchmal nicht richtig. Ja? Tokyo Tower besteht auch aus alten US-Panzern, hat noch jemand geschrieben als Anmerkung, als es um das Stahl geht. Ja, gerne zuschicken, verarbeiten wir gerne weiter. Dazu muss man sagen, wir nehmen aber das Geschützrohr, nicht die Panzerplatten, die extra weich sind. Weil die müssen ja die Aufschlagenergie aufnehmen sollen. Ja, das Geschützrohr ist ja gebaut, um unter hoher Hitze, unter hohem Druck formstabil zu bleiben. Ja. Es ist wunderbar zu verarbeitendes Eisen. Wir fangen jedes Mal an zu kotzen. Das aber das Ergebnis ist dann umso besser. Genau. Der Kollege hat sich eine Gartenaxt quasi gebaut. Das ist egal, wenn man einen Nagel dabei ist, die geht durch. Das ist dann der große Vorteil. Die geht durch. Ja, sehr, sehr cool. Alles klar. Jetzt kannst du noch mal kurz sagen, ich hatte auch noch irgendwo den Flyer, den könnte man auch noch mal reinzeigen. Wer ihr seid und wo man euch findet, und das war der Flyer hier. Ja, von genau. Wir sind sehr oft zu finden auf der Burg Satzwein. Kommt uns gerne da besuchen. Da haben wir ja vorhin auch schon gesprochen. Vielleicht klappt es ja bei mir auch, dass ich im September mal vorbeikomme. Würden wir uns freuen. Und, ja. Dann würden wir uns freuen, dich auch einen Kaffee beim Teddy bei der Wanderreitstation auf Satzwein zu begrüßen. Ja. Und dann mal gemütlich einen Kaffee zusammen zu trinken. Oder eine leckere Waffel essen. Es gibt viele Sachen. Ich sag das nochmal kurz, dass man das ein bisschen... Hinten gibt es auch noch eine URL. So, hier steht es bei Web...
Und vielleicht kann es Leon, der gerade im Chat ist, nochmal eintippen. Genau, dankeschön, Leon. Dankeschön. Ja, also das ist das. So sieht das jetzt übrigens auch aus. Ich sag dir das mal gerade. Das ist cool. Das ist jetzt quasi das Live-Bild hier. Und da unten, das ist der Chat und da steht jetzt auch der Link. Ja, das ist super. Wie gesagt, dann würde ich mich freuen, euch bald auf der Burg zu begrüßen. Ja, wie gesagt, Schmiedekunst Gilland. Ja. Findet man uns auch auf Facebook. Unsere Internetseite liegt brach, weil wir leider nicht so viel Zeit haben, die ja, zu pflegen. Ja, ist klar. Ich kenne das ja. Mit, man muss ja auch alles pflegen. Dazu muss man auch sagen, wir sind Handwerker. Ja. Das IP'en liegt uns nicht so wirklich. Also vom Rechner sitzen, ne, das ist dann wieder was anderes. Genau. Dann sage ich mal vielen Dank für die Vorstellung. Und ich habe zu danken. Ja, und dann auf Ball. Dankeschön. So, das war Schmiedekunst. Schmiedekunst von der CCXP, von den Leuten von der Burg Satzwey. Langsam. Könnt ihr mal reinschauen. Die haben auch ein großes Event im September. Wie gesagt, da gucke ich auch nochmal. Schau mal kurz, ob ich das Datum finde. Wo ist denn das hier? September. Reitsportmesse. Also hier steht jetzt 20., 21. und 22. September. Okay. Guckt einfach mal auf die Webseite. Und der Green Bummel.